Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 21. August 2018 mit dem Video: Wie geht es deinem Seelenpartner heute? Was denkt und fühlt er? Also wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, wir haben in August also sehr schwere Energien und es tut sich auch ganz, ganz viel in Außen bei jedem. Und morgen haben wir auch wieder einen Portaltag. Am Wochenende den Vollmond in Fischen. Und es werden auch ganz, ganz viele Themen hochkommen, die du noch einmal anschauen solltest oder dass wir alle anschauen sollten. Deswegen, also ich habe heute die Karten hier gemischt. Es sind auch einige Karten wieder gekommen und also ich hoffe, du bist genauso gespannt wie ich, was uns der heutige Tag bringen wird, was der heutige Tag uns sagen möchte. So, ich bitte dich, dass du deine Augen erstmal schließt und voll und ganz in der Energie der Kristallschale eintauchst. Das ist hier die Kristallherzschale. Schließe deine Augen. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du bereit für die Botschaften. Die erste Botschaft ist für euch beide. Und da kam Sanat Kumara und Lady Venus. Alles ist bereits in dir. Entfache den göttlichen Funken der Dualitätseinheit. So, und dazu die kleine Meditation, die ich dir vorlesen möchte. Tauche in der Energie ein. Verbinde dich mit den aufgestiegenen Meisterpaar Lady Venus und Sanat Kumara. Spüre, wie du in Gold, Silber, Rosa, orangenes Licht eingehüllt wirst. Spüre die sanfte, feine, doch kraftvolle Energie der Liebe. Mal in Silber, mal in Gold, mal in Kupfer. Nimm dieses Licht auf, das sich über dich und in dich ergießt. Spüre es. Fühle immer mehr das feine, zarte Licht gewann deine wahren Substanz. Immer heller und klarer beginnt es zum Leuchten. Während du dieses Licht aufnimmst, strömt es über deine Füße und Hände und über dein Herzchakra in alles hinein, womit du sichtbar und unsichtbar verborgen und verbunden bist. Spüre die feinen Lichtströme, die alles aufladen, erhöhen, reinigen, stärken in dir und rund um die Erde. Bewahre die Energie des Lichtes. Lade dich immer wieder auf. So kannst du es, wo immer du bist,
in die Welt und in die Herzen, die in allem Leben pulsieren, hineinstrahlen. Frieden, Stille, Einheit, Erkenntnis, Wachstum, Erleuchtung, Bewusstsein und Verbundenheit. Sage dir heute immer wieder: Frieden, sei still und wisse, ich bin Licht, ich bin das Licht. Frieden. Ja, also die Karte ist für beide eine sehr schöne Hinweis, dass ihr beide diese Liebe spürt, diese Energien, diese feine Energien, Silber, Gold, Kupfer, Rosa, Orange, dass ihr diese Energie in euch hoch steigen lässt und dieses Licht aufnimmt und euch selber geborgen fühlt, ja, diese Energie des Lichtes in euch wahrnimmt, ja, und auch euer Herz wahrnimmt. Das ist die Aufforderung für den heutigen Tag, und dass ihr Frieden schließt mit euch selber in erster Linie. Also, dass ihr euch nicht verurteilt, nicht beleidigt seid auf euch, nicht wütend seid, auch wenn Gefühle der Wut hochkommen, dass du mit dir Frieden schließt und auch dein Gegenüber mit sich selber Frieden schließt. Das ist die Botschaft. So, dann beginne ich mit seiner Seite, und zwar mit der ersten Karte, die Idee. Lasse die Inspiration geschehen, finde den Weg und erkenne, was wahr ist. So, und wir lesen das auch aus dem Buch vor, was die Bedeutung hier für deinen Seelenpartner für heute gekommen ist. Eine Idee, eine Inspiration wartet darauf, von dir empfangen zu werden. Diese Inspiration ist wie eine Funke, der plötzlich alles hell erleuchtet und Klarheit bringen will. Um diese Inspiration empfangen zu können, halte aber einen Moment inne und warte, bevor du voranstürmst und etwas Neues beginnst. Beginne mit deiner Arbeit erst dann, wenn du erkannt hast, worum es wirklich geht. Du wirst erkennen und jeden Weg, der dein großes Bewusstsein für dich vorbereitet hat, finden. Also das ist jetzt für deinen Seelenpartner. So, die nächste Karte, Engel für Reife und Weisheit, begleitet deinen Seelenpartner. Ich komme mehr und mehr an meine innere Weisheit heran. Also eine sehr, sehr schöne Karte. Also das innere Weisheit muss von innen kommen. Also auch in der Stille, wenn man in der Stille sitzt und gar nicht mit dem Verstand denkt, sondern es kommt einfach etwas, wo man das Gefühl hat, das weiß ich einfach, ja. Und dein Seelenpartner wird auch heute lustvolle Gedanken bekommen. Also Erotik und Sexualität sind beglückend und schenken Ekstase. Also er hat Gedanken an dich, die also mit den Lust auch zu tun haben. Was sagen die Engel? Die Situation wird sich verbessern. Vielleicht habt ihr einen Stillstand, eine Funkstille oder einen Rückzug. Also auf jeden Fall wird sich hier die Situation
verbessern. Und wenn du diese Karte anschaust, guck mal, sie taucht hoch in dem Wasser und da ist das Licht. Und die Delfine tauchen auch mit. Also es geht mehr in die Leichtigkeit hinein. Ich muss das Musik ein bisschen leise machen, sonst ist das zu laut. Und von den Drachenkarten kam die Entscheidung, ich entscheide mich jetzt klar für den Weg, der sich in meinem Herzen richtig anfühlt. Also dein Seelenpartner hat sich noch nicht richtig entschieden für diesen Weg, ja. Also das war immer dieses Hin und Her, ja, da fühle ich schon was, habe ich aber Angst und ja, das ist, das wird mir zu heikel, das wird mir zu kompliziert, das wird mir zu tief. Und es ist wichtig, dass dein Seelenpartner auch so innerlich für sich eine Entscheidung trifft und dass er das erkennt, dass er seine Seele wirklich ja, gewählt hat vor seiner Inkarnation. Ja? Und hier kamen 3 Karten. So. Lernt einander kennen. Das Liebesbedürfnis, den anderen zu kennen, ist wichtig, damit eine Beziehung wachsen kann. Natürlich sagen viele, ja, ich war mit meinem Seelenpartner schon zusammen und wir waren zusammen. Dennoch ist die Karte darauf bezogen, so richtig sich kennenlernen, wirklich also das Herz zu öffnen und auch über sich, über tiefste Gefühle, über tiefste, ja, was einen bewegt, darüber zu sprechen, wirklich auf der Seelenebene auch zu sprechen, alles zu sagen. Und ihr habt hier eine geistige Verbundenheit. Die Verbindung in diese Beziehung reicht über dieses Leben hinaus. Und schalte das Licht in deinem Herzen an. Erlaube dir jetzt in diesem Augenblick an eine Zeit zu denken, in der du Liebe erfahren hast. Also es deutet hier alles auf das vergangene Leben hin, dass diese geistige Verbundenheit und diese Anziehung und schalte das Licht in deinem Herzen an, dass es halt alles aus dem vergangenen Leben miteinander zu tun hat. Und das ist unglaublich, weil auch im vergangenen Leben kann man verschiedene Epochen aufsuchen. Also man kann einfach ein normales Leben sich zeigen lassen, ein vergangenes Leben, wo man mit dem Seelenpartner zu tun hatte. Dann kommen schon die Bilder. Dann kann man noch in andere Leben gehen und fragen, zeig mir bitte doch ein Leben, wo ich mit meinem Seelenpartner glücklich war. Dann bekommst du diese Bilder, ja, und Erkenntnisse auch. Und natürlich kann man dann auch in diesem Leben ein Stück vorwärts gehen, 1 Jahr, 5 Jahre, wo sehe ich mich, wer ist um mich herum? Und da bekommst du auch die Antworten, ob dein Seelenpartner da ist mit dir oder nicht. Also das wollte ich kurz erwähnt haben dabei. Und jetzt gehen wir weiter mit der Legung. Also bei deinem Seelenpartner steht eine Trennung oder eine Scheidung an. Also entweder von einer Partnerin oder hat sich von dir getrennt. Es kann auch möglich sein, dass er sich von dir getrennt hat, ja? Und hier Reise, Urlaub und weite Entfernung. Und auch wenn ich hier diese Schilder sehe, also diese Unentschlossenheit, wo soll ich hin? Diese ewige Suche, dieser ewige Ruf der Seele, wo soll ich hin? Überall ruft es mich. Meine Seele ruft nach etwas. Meine Seele ruft nach Zuhause. Und ich finde es nicht. Ich bin nicht angekommen. Und da kann dein Seelenpartner machen und tun, was er möchte.
der ist auf der Suche, der sucht nach der Seele, nach deiner Seele. So, und er wird aber hier den Kraft und Mut auch bekommen, also aus dem geistigen Welt, wird Unterstützung bekommen, dass er mehr in seine Kraft kommt und im Mut kommt und dass er dann auch vielleicht mal Entscheidungen trifft. Ja? Was sagen die Amos Botschaften? Und da kam die Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Also es kann sein, dass so im Inneren bei ihm also einiges passiert und viele Erkenntnisse auch stattfinden und sich dadurch eine Verwandlung in sein Leben kommt. Ja, und da kam die Blockadenlösung für ihn. Falls du an deinem Wunschpartner energetisch gearbeitet haben solltest, so darfst du bald mit positiven Ergebnissen rechnen. Wenn nicht, so kündigt diese Karte auf jeden Fall eine sehr sensitive Phase deines Herzensmannes an. Er wird vieles in Frage stellen und Zusammenhänge erkennen und höchstwahrscheinlich an seinen Blockaden arbeiten. Er möchte sich befreien von Energievampiren und endlich glücklich werden. Er wird es schaffen. Unterstütze ihn dabei. Also wirst du hier auch gebeten um energetische Unterstützung. Und was ist noch bei ihm blockiert? Die Halschakra, den starken Mann markieren. Dein Wunschpartner hat das regelrechten Zwang, sich im Außen als den starken Mann, der alles unter Kontrolle hat, zu präsentieren. Er sagt, wo es lang geht. Er bestimmt die Spielregeln. Sein autoritärer und eventuell auch selbstgerecht wirkender Charakter ist jedoch nur eine Fassade, hinter der er seinen mangelnden Selbstwert versteckt. Denn es ist ihm sehr wichtig, was andere über ihn denken bzw. was der andere glauben machen will, wie sie ihn überzudenken sollen. Also ein Mann, der alles im Griff hat, der nichts aus der Ruhe bringt und der das Zepter in der Hand hat. Dahinter steckt aber einfach nur ein kleiner Junge, der nach Aufmerksamkeit schreit, also eine kleine Junge, der das möchte. Und hierzu erwähne ich nochmal hier, ich habe es aufgeschrieben, dass ich hier die Herzöffnung und Herzheilung diese Woche in Angebot habe. Und du kannst das natürlich für dich selber buchen. Und natürlich kannst du das auch für euch beide buchen. Oder du kannst das nur für deinen Wunschpartner oder für deinen Seelenpartner buchen, diese Herzheilung und Herzöffnung. Also das ist sehr, sehr intensiv, also eine Energiearbeit und wird auch mit Terminvergabe also gemacht. Also ich mache das immer am Abend, wenn alles so in Ruhe ist, also so von 22 Uhr oder von 23 Uhr und wichtig dabei ist, dass man da wirklich ruht, also entweder im Bett liegt oder eben auf dem Sofa liegt, dass halt diejenige also Ruhe hat und die sind auch sehr, sehr intensiv, diese Energieheilung und es werden auch Blockaden gelöst und auch eine Stabilisierung findet statt. Also das heißt, das Ganze wird halt nochmal stabilisiert, dass diejenige nicht immer wieder in das Alte wieder zurückfällt, ja. Und ja, ich möchte gerne dazu was erwähnen. Vielleicht hast du auch das Gefühl gehabt, schon mal, wenn du irgendwo warst, zum Beispiel hast du dir einen Film angeschaut, einfach im Kino, ja, und das Film war also sehr, sehr rührend, sehr viele Gefühle drin und alles war leise, es kam so eine Szene oder vielleicht auch im Konzert, wenn ein sehr schönes Musikstück gespielt wurde und du hast das Gefühl gehabt, ich muss jetzt husten, ich muss aber das Husten zurückhalten, weil es soll ja alles still sein.
Und all diese Zeichen melden, dass dein Herz darauf reagiert. Dein Herz, dass sich dein Herz öffnet, die Gefühle raus wollen. Ja? Und also es zeigt sich wirklich durch den Hals, wenn sich da etwas blockiert ist, also im Herzen etwas blockiert ist, unser Herzchakra, wenn das aufgeht, dann strahlt das, geht das auch nach oben, nach vorne, nach hinten, also es blüht regelrecht auf, ja, und bei vielen Menschen ist die Herzchakra einfach verschlossen und die können gar nicht in Gefühl, die wollen das mit dem Kopf. Funktioniert es aber nicht. Mit dem Kopf zu wollen, ja, ich mache mein Herz auf, funktioniert das nicht. Ja, das wollte ich nur mal so am Rande nochmal erwähnt haben. Jetzt schauen wir mal deine Seite an. Du bekamst hier zwei Karten aus dem Venus-Orakel. Also erkenne in Liebe die Mutter Erde, erbaue das Neue im Einklang mit ihr. Ergründe das Geheimnis der Schöpfung und die männliche Kraft. Ich bin das Licht. Ich übermittle, ich bin und du bist im Wir sind. So, die beiden Karten. Und dazu die Bedeutung kurz. Behüte und beschütze, sei kraftvoll, wage den Durchbruch. Du trägst das Licht in dir, du trägst die Kraft in dir, strahle sie aus, übertrage deine Kraft, übermittle jenen, die dir anvertraut sind, den Zugang zu Kraft und stärke sie. Hüte dich davor, deine Kraft oder deine Macht zu missbrauchen, denn das wäre dein Niedergang. Beginne deinem Partner, deinem Kind und jenen Menschen, die auf dich zählen, so, begegne deinen Partner, deinem Kind oder jenen Menschen, die auf dich zählen, so, dass sie sich in deine Gegenwart sicher und behütet fühlen. Gestatte deine Männlichkeit, Gefühle zuzulassen, fühle, spüre und liebe. Du begegnest ihm, wir sind, und du bist im Einklang mit dir. Also die Karte ist eigentlich für dich sehr positiv. Also sag mir, dass du mehr in deine Kraft heute auch kommen wirst. Und das ist wunderbar, weil du spiegelst ja auch deinem Seelenpartner einiges und auf der Seelenebene nimmt er das auch wahr, wenn es dir besser geht, ja, weil ihr seid miteinander verbunden und die Mutter Erde sendet an dein Bewusstsein und an deine Seele Impulse im verstärkten Maßen. Sie will dich im Einklang bringen mit ihrem Wesen, im Einklang mit dem Pulsschlag ihres Herzens. Die Urmutter spricht dich an und führt dich in das Mysterium ein. Sie gibt dir einen Schlüssel in die Hand, mit dem du etwas Neues erschaffen kannst, das unendlich gesegnet ist. Doch bleibe stets im Einklang mit ihr. Doch ergründe durch das konkrete Tun, worin das Geheimnis der Schöpfung tatsächlich liegt. Also es geht auch darum, dass du dich heute auch mehr in Natur begibst, ja? Und also mit dir, also mit der Natur dich verbindest und mit dir selber im Einklang kommst, dass du dich selber auch spürst, ja, und dass du auch diese Wunder der Natur in dir erkennst und dass du das auch erkennst, dass du alles erschaffen in deinem Leben kannst, wenn du mit dir selber im Gleichgewicht bist, im Einklang bist, wenn du mit dir im Reinen bist, dann kannst du ja alles in deinem Leben erschaffen, ja? Aber wenn du hin und her gerissen bist und selber nicht weißt, wo es weitergeht, wie soll das denn gehen? Also sag mir auch, triff eine Entscheidung.
So, welche Engel begleitet dich? Engel für Entscheidung und Neuorientierung, in welche Richtung auch immer. Ich treffe selbst meine Entscheidungen, damit nicht über mich entschieden wird. Ja? Sehr gut. Also es ist wichtig, dass wir entscheiden, was wir wollen, ja? Und dass wir in der Gegenwart sind. Also, dass du in der Gegenwart heute bist und träume von der Zukunft. Wenn wir träumen, ist alles möglich, aber die meiste Energie im Hier und Jetzt lassen, ja? So, und Ähnliches zieht Ähnliches an. Wenn du dich nach mehr Liebe sehnst, musst du liebevoller sein. Und dann kam die dritte Karte. Zeige Liebe. Finde heraus, was den Menschen, die du liebst, wichtig ist und handle danach. Also es ist wichtig, heute auch Liebe zu zeigen. Und wenn du dafür keinerlei Möglichkeit hast, weil du jetzt momentan vielleicht keinen Kontakt mit deinem Seelenpartner hast, dann in Gedanken, dann auf der Herzebene, dann auf der Seelenebene. Ja, und du so, als ob dein Seelenpartner da wäre. Kommuniziere mit ihm. Zeige diese Liebe. Ja, wie soll ich sagen? Koch ihm einen Kaffee, lad ihm einfach ein auf der Seelenebene. Oder ihr versteht, was ich meine. Bezieht ihn mit in euer Leben. Ja, so ungefähr. Dass ihr das so auf diese Gedankenebene aussendet, dann wird er auch zu euch kommen. Ruft diese Seele zu euch. Und heute sind ganz viele Themen bei dir nochmal präsent. Also der Ursprung, die Basis für deine Beziehungen wurde bereits in deine Familie gelegt. Schau einfach in deinem Elternhaus, bei den Großeltern, wie war das? Gab es da Scheidungen? Gab es da Trennungen? Wurde da zusammengehalten? Wie waren diese Familienstrukturen? Schau dir das noch einmal an. So, und dann kommt hier die Karte Harmonie, dass du heute besonders bei dir in Harmonie gehst, in der Leichtigkeit gehst, ja, vielleicht kannst du dir auch eine schöne Musik laufen lassen, schau mal, es gibt auch mit Meeresgeräusche, auch auf YouTube ganz viele kostenlose Musikstücke oder Entspannungsmeditationen, dass du in der Leichtigkeit kommst. Und hier diese Umkehr, also ist halt eine Wiederholung an Erfahrungen, dass du nicht immer wieder in diese alte Muster verfällst, ja? In diese alte Muster, was jetzt hier von deinem Ursprung also gelegt wurde bei den Eltern. Wie wurde das gelegt, diese alte Muster? Weil wenn du immer wieder in diese Muster hineinfällst, dann wirst du so lange immer wieder nochmal eine Erfahrung bekommen. Du wirst entweder nochmal gleiche Situationen bekommen mit anderen Schauspielern zum Beispiel. Da kommen andere Menschen und wird das Gleiche dir gespiegelt, bis du das nicht erkennst, dieser Ursprung, dass es daraus resultiert und diese alte Muster einfach loslässt. Wenn das Klammern ist, wenn das die Kontrolle ist oder wenn Angst das ist, verlassen zu werden, zurückgewiesen zu werden oder zusammenzuhalten oder wie auch immer. Schau, was da deine Themen sind. Und du wirst gebeten, in Vertrauen zu gehen. In Vertrauen zu gehen, dann werden wirklich diese Ängste am Horizont verschwinden. Schau mal hier, wie aufgewühlt das Meer ist. Und hier die Wellen gleiten so langsam aus. Also verschwinden. Also die Ängste werden verschwinden, wenn du im Vertrauen kommst. Und dass du dich heute wichtig nimmst. Dass du dich mal im Arm nimmst, dass du mal für dich da bist, dass du dich an erste Stelle stellst heute, nicht deinen Seelenpartner, sondern dich selber. Dir soll es gut gehen.
Und natürlich bist du bereit für diese spirituelle Beziehung. Natürlich, guck mal, du hast ja auch einiges hier bearbeitet, einiges transformiert. Du bist gewachsen. Hier deine Chakren, schau mal, das ist die Regenbogenfarbe hier. Das Feuer brennt in dir. Natürlich hast du die Anbindung hier über deine Kronenchakra. Natürlich bist du gewachsen und du bist dafür bereit. Ja, darum hast du dir auch diesen Weg gewählt. Komme aber in deine Leichtigkeit, dass du das nicht so schwer und krampfhaft möchtest, sondern in deine Leichtigkeit. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass mein Leben unbeschwert und leicht sein darf, dass du diese Augenblicke, dass du diese Zeit auch mit deinem Seelenpartner leicht nimmst und nicht mit, nicht so verbindlich alles und so verbissen nimmst. Ja, hier die Karte. Rückzug, innere Kindarbeit und Untreue, Fremdgehen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du nicht treu bist, weil du dich zurückgezogen hast. Hast du das Gefühl, ich habe mich von meinem Seelenpartner zurückgezogen, ich bin ihm nicht treu? Ja? Und hier zeigen sich auch noch die innere Kinderarbeit bei dir, also Kindheitsthemen. Also schau mal einfach jetzt, ob du ein Mann oder Frau bist. Also kam mir ganz intuitiv. Schau dir deine Beziehung, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Frau bist, zu deinem Vater an, zu deinem Großvater an. Wie war deine Beziehung? Zu deinen früheren Partner an. Und dass du diese Themen nochmal auflistest, nochmal diese Themen angehst. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du, vielleicht findest du da auch Erkenntnisse. Ja? So, was sagt Amors Botschaften? Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Und hier Flut der Gefühle. Dein Wunschpartner liebt dich sehr und hegt äußerst tiefe Gefühle für dich. Seine Emotionen sind regelrecht aufgewühlt und er wünscht sich nichts sehnlicher, als mit dir in eine gemeinsame Beziehung zu gehen. Eure Liebe ist so groß, dass sie ihn manchmal sogar richtig Angst macht, weil er etwas noch nie erlebt hat. Das hat er dir vielleicht auch schon so gesagt. Ihr spürt euch auf telepathischer Ebene, wie stets es dem anderen geht. Bald werdet ihr zusammen sein. Also auch bei dir, du spürst ja deinen Seelenpartner. Du weißt, dass die Liebe so groß ist und dass dir das manchmal Angst macht, dass du selber von dir überrascht bist, was da alles bei dir hochkommt, wie tief diese Liebe ist, ja? Und glaube daran, ihr werdet bald zusammen sein. Und was ist bei dir blockiert? Auch die Halschakra. Und schau mal hier, wie ihr euch wieder spiegelt. Beide Halschakra. Und das ist ganz, ganz oft hier. Ja? Deinem Wunschpartner fällt es unheimlich schwer, sich dir bzw. seinem extrem starken Sehnsüchten, von allem auch im sexuellen Bereich, hinzugeben, diese auszuleben und nicht immer und immer wieder zu unterdrücken, weil er entweder moralisch verwerflich ist, ein Mann keine Gefühle zu zeigen oder er den Schein zu wahren hat. Er will sich von dir nicht mental und physisch abhängig machen und belügt sich somit selbst. Denn in Wahrheit ist es das schon lange. Er kann nicht ohne dich und du gehst ihm nicht mehr aus dem Kopf, egal wie sehr er sich darum bemüht und sich selbst belügt. Falle nicht auf seine Ablenkungsmanöver rein. Also, es geht hier auch bei dir darum, auch wenn du dich ablenkst und dich selber belügst. Du hast so eine extreme
Anziehung von deinem Seelenpartner und er geht dir einfach nicht aus dem Kopf, egal wie sehr du dich darum bemühst. Und ja, also ist die Halschakra blockiert, also die Hingebung. Gib dich diese Liebe hin. Gib dich diese Gefühle, diese Emotionen einfach hin. So, das war die Tagesbotschaft, also was denkt und fühlt dein Seelenpartner und was denkst und fühlst du dabei für den 21. August 2018. So, also wie ihr auch merkt, also beide die Halschakra blockiert, und wenn die Halschakra blockiert ist, das kommt ja vom Herzen, kommt ja, weil diese Gefühle nicht frei fließen können, und hier, da kommt es ganz leicht durch die Halschakra zu. Also falls du mein Wochenangebot gerne in Anspruch nehmen möchtest, sichere dir einen Termin. Also nehme ich höchstens 2 Paare am Abend, also von 10 Uhr und dann 22 Uhr, dann bin ich bis Mitternacht beschäftigt. Also musst du schon einen Termin vereinbaren, ja. Und mein Monatsangebot möchte ich hier noch gerne erwähnen. Falls du wirklich diese Rückführung bei mir buchen möchtest, also das war wirklich ein Schnäppchen, ein Mega-Schnäppchen in diesem Monat, also ab dem neuen Monat habe ich da ganz reguläre Preise, also ich hatte das für 180 Euro angeboten, gut 3 Stunden bist du hier. Und du hast auch den Vorteil durch diese Rückführung, dass ich diese Themen, die sich dir zeigen, ja, so zum Beispiel kommt eine Emotion hoch, wo du ganz, ganz traurig bist, wo diese Liebe nicht erfüllt war mit deinem Seelenpartner, dass ich da exakt hineingehe, medial, und lasse direkt dort Heilung fließen. Spürbar auch, dass dieser Schmerz bei dir, diese Emotion auch nachlässt, ja. Und das kann man nur medial, das kannst du ja nicht aus dem Buch lesen, das wird dir auch nicht gelingen. Das sind einfach tiefe, tiefe Themen, die wirklich auch Heilung bedürfen. Das kannst du nur, wenn du an diesem Gebiet auch Erfahrung hast. Deswegen sowas also immer auch nur vor Ort. So, natürlich gibt es hier noch am Wochenende, also Samstag, Sonntag, ein 2-Tages-Seminar, also Seelenpartner-Dualseelen-Seminar. Und da machen wir auch ganz viel mit Rückführung auch und Herzheilung. Schau einfach mal auf meine Webseite, unter Termine findest du das. Das ist das einzige in diesem Jahr Kurs, was so in diese Richtung geht. Und ihr habt die Möglichkeit, also wirklich die allerletzte Möglichkeit, bis jetzt am Donnerstag euch anzumelden. Ja, wenn bis Donnerstag die Anmeldungen nicht eingehen und ich nicht genug Teilnehmer habe, dann wird dieser Kurs nicht stattfinden und ich werde das erst wieder vielleicht im neuen Jahr wieder anbieten. Also ich habe euch schon erwähnt, dass ich meine Planung also fest habe, da ich auch den Heilpraktiker mache jetzt, also die Heilpraktiker-Ausbildung, und auch ganz, ganz viel lernen auch muss. Und also das ist auch ein Geschenk, also ein 2-Tages-Seminar mit Essen, Trinken, also ganz, ganz intensiv mit all den Themen, was wir hier bearbeiten, würde ich mich freuen, diesen Kurs stattfinden zu lassen. Es liegt an dir, es liegt an euch. Schau einfach hinein und höre einfach auf deine Intuition, einfach auf dein Gefühl. So, das war das, was ich noch erwähnen wollte. Ja, das Monatsangebot, das Wochenangebot. Ja, ich denke, jetzt habe ich alles dabei. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.